Und mein Goldfisch, der Traugott. Das sind Traugott, wie? Das ist Traugott. Als Tante Elise wurde sie zur nationalen Institution. Oh, er beißt. Ja, ja. Sein gern gesehener Gast. Ich habe immer noch Freude daran. Und es sind viele Leute, die immer noch sagen, das ist die Elise, Tante Elise. Oder sie hat einen Haufen Namen, Tante Elvira, Tante irgendetwas. Aber sie spielt also auf die Elise. Oje, hast du gehört, was ich gehört habe? Da schlürft doch einer. Hat er auch zu grosse Zungen oder einfach ein bisschen zu viel Wasser im Kopf? Pardon, excusez. Ja, was ist? Wenn Sie nicht leislich schlürfen können, würden Sie bitte das nächste Mal Rösti bestellen und nicht auch? Austern kann man doch nicht leislich essen. Aha. Übrigens, wissen Sie den Unterschied zwischen Austern und Rösti? Was für ein Unterschied? In der Rösti hat es weniger Perlen. Stefanie Glaser prägte den Teleboy. Viele bekannte Schauspieler waren ihre Partner. So richtig in die Längen ziehen ist. Wie die Schweizer Tagesschau. Helga Feddersen ging sogar baden. Wenn Stefanie mit Haar latsch, da weiß ich genau, da bin ich 7 gewesen. Wenn ich mit den Eltern nach Nizza dürfen, Ferien gehen. Das hier ist die letzte Foto mit den Zöpfen. Das ist von der Konfirmation. Mhm. Nachher ist sie abgeschnitten? Nachher ist sie abgeschnitten worden. Zum Leidwesen von meinen Eltern. Ja. Und zu meiner Freude natürlich. Das ist der Unterschied. Gell? Ach so, hast du nachher rausgezogen. In England. Aha. Nur ein paar Jahre später. Das hier ist Armeetheater, Soldatenbühne. Das ist Federal, eine Nummer, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie sie heisst und um was das gegangen ist. Aber ich habe ein Foto mit dem C.S. Kaiser. Wir gehen nie auf Äußerlichkeiten. So sind wir nicht, Herr Schmitz. In der schweizerdeutschen Fassung des Max-Frisch-Klassikers Biedermann und die Brandstifter spielt der Stefanie Glaser die verwöhnte Ehefrau. Sie haben gar nichts gesagt, es ist wahr. Entschuldigt, Madame. Wie konnte ich ja nur glauben? Ist es ein Recht? Ein bisschen zwei. Oh. Desdemona und Hamlet und Ophelia. Auf der Kabarettbühne fühlte sie sich zu Hause. Die kleinen Bühnen waren ihr die liebsten, weil da ihr Hang zu Ironie und Komik am besten zur Geltung kam. Viele andere, sie wurden ihnen operiert. Und Gott erbunt, leicht und so wie es euch gefällt zu mir. Verrat. Verrat? Nehmt rote Orangen, nehmt den Möcken vom Nies, schwimmt ein Traum durch mein Glas. Wenn man ihr ein Chanson gar auf den Leib schrieb, wusste sie bei der Interpretation alle Register zu ziehen. Also wenn ich zurückdenke als junges Mädchen, da hätte ich schon ein bisschen können zügiger gehen. Nein, ich habe mir gedacht, schliesslich Marlene Dietrich ist entdeckt worden, Garbo ist entdeckt worden. Warum kann ich nicht entdeckt werden? Nicht?
Aber sie wurde für den Schweizer Film entdeckt und spielte neben Maximilian Schell und Rudi Walter im Taxichauffeur Benz. Ah, geht noch Leute auf die Nacht, wie Meier. Sonny Schönheit. Sonny. Hast du noch einmal den Rest davon genommen, du Zuckermüsli? Wenn das die Frau würde hören. Oh, hör auf, du. Was ist die? Ist auch einer mit dem? Er macht auf die Erde, trinkt nur einen Tomatensaft. Du kannst denken, du gesund, Peter. Komm, schick mir da zwei Römer für ihn. Es folgten die erfolgreichen Gotthelf-Filme. Du musst gar nicht Freude haben. Du bist nur die Schwiegertochter. Und der Mutter ihre Sachen kommen auch zusammen an mich. Nicht mit dem Hunger, wo das geschrieben steht. Das Wärme bin. Anständig, dir hätte dich still. Dir Agus Grenner. 30 Jahre später erinnert sich Stefanie Glaser mit Lilo Pulver an die gemeinsamen Dreharbeiten. Wow, wow, weißt du, würde ich sagen, das ist doch Lilo Pulver und das ist Tante Nelise. Jedes Mal, wenn du bist gekommen, hat es ein riesen Geschrei gegeben. Was du dich erinnern an die Szene mit dem Matti zusammen, mit dem Elise hat es geheißen, ja. der Tochter vom Haus. Ich bin ja nur neu angeheiratet gesehen. Ja, ja. Und die Szene, wo er gesagt hat, so, wo er Krach gegeben nach dem Satz da zum Beispiel, hat es dann geklappt. So, dann hat er gesagt, so, und jetzt geht er einander in die Haare. Und dann machst du das so. Also. Dann hat er gesagt, ganz langsam, hebst die Hand auf, hast das Elise an den Haaren und nachher kräbelst du ihm den Gring durch. Ich weiß nicht, ob die Szene mal drinnen ist, rausgeschnitten ist. Das ist eine irrsinnige Sache. Dann haben wir ein paar Mal wiederholen. Das ist nicht lustig. Fang du an. Gerne, Lise. Also das ist ja so, Fräulein Muckli... Das bin ich. Ja, das ist sie. Also das Fräulein Muckli hat beschlossen, mich zu heiraten. Gratuliere. Ja, aber so kannst du jetzt auch wieder nicht sagen, die Initiative ist von dir ausgekommen. Einmal dein Lise. Er ist mein wahnsinnig leidenschaftlicher, der Fritz. Ja, das sieht man sofort. Ja, und jetzt wollte ich eben fragen, servieren Sie im Engel auch Hochzeitsessen? Sie, bei uns können Sie alles haben. Hochzeitsessen, Taufemöli, Muttermöli, Muttertagsmenü. Ja, ist noch einmal anders, so pressiert es jetzt auch wieder nicht. Hockenbleiben, Lehrer hat dem Vater einmal einen Brief geschrieben. Geschrieben, ich sei der Beste von denen, die hockenbleiben sind. Fredi Lienhardt war lange Zeit Stefanie Glasers Kabarettpartner. Du mein stilles Teil, grüß dir tausendmal, das ist mein Herbstnuss. Mach, lässig du. Willst du etwas? Was hast du? Ein Filzstift. Das ist ja gar kein Filzstift, das ist ja ein Kugi. Das ist ein Filzstift. Ich habe ihn eigentlich gefilzt. Ist doch gar nicht der Kuhn. Nicht der Kuhn? Nein, das ist doch gar nicht Zürich am Ball. Das ist der Rotermatt von Basel. Ah, ja, dann Hochbadermatt. Sind denn das nicht Zürcher, die der blau-roten Liebli? Nein, die der blau-roten sind Basler. Ah, dann sind die anderen also Zürcher. Natürlich sind die anderen Zürcher. Hauptsache! Sag mal, bist du eigentlich für Basel oder für Zürich? Für beide? Kannst doch nicht für beide sein! Ah, oh, es tut dir doch beide gut! Aber dir versprechen wir, dass das niemandem sagt. Gell? Man will ja nicht die benachziehen. Gauner, nicht wahr? Stefanie Glaser beherrschte einfach alles. Kabarett, es Chanson, Boulevard. Ah, ich sehe es. Aber ich habe leider gar keine Freude mehr. Ob Grande Dame aus der Berner Aristokratie. Ah, das ist erotisch. Exotisch, mein Liebster. Auf den Augenblick kann ich schon so lang. Ob schweizerische Miss Marple. Ich habe und Testament gelesen, habe ich gewusst, ich muss sie denn persönlich kennenlernen. Oberbolzer. Fräulein Susanna Oberholz. Freut mich, darf ich? Bitte? Oh, mit eingravierter Widmung sogar. Von meinen Männern. Mehrzahl? Ja, nicht so, wie Sie meinen. Nein, nein, ich nenne sie meine Männer. Die Kursteilnehmer. Ich gebe Kurse an der Clubschule. Nähen für Männer.